So. Hat nur ewig und 3 Jahre gedauert, bis wir den gefunden haben. Aber jetzt haben wir ihn ja. So. Dann wollen wir mal ein letztes Mal einen Zehnerpull machen. Und nochmal eine Sylkros bekommen, weil wir hatten ja noch nicht genug von ihr. So, und ab jetzt sparen wir wieder richtig. So, dann. Das war jetzt nicht der Schatz, nein. Das war jetzt nicht der Schatz. Ah. Oh. Well, I'll catch up. Ja, juckt jetzt irgendwie nicht wirklich, ne? Keine Ahnung, was ich jetzt machen soll, ne? Da gibt's ja nicht wirklich was zu machen. Oh mein Gott. Das ist einfach ein Stück, hier steht drauf. Das sehen wir uns an. Ein riesiger Baum, blühend und üppig, in deinem Inneren birgt ein kostbares Versteck. Folge den Pfad in die Mitte, suche den Reichtum, wird dir zuteil. Nach der Wildwidrigkeit steigst du ihn ab und wirst finden. Na, dann wollen wir mal. I'll catch up.
Everybody stand back! Windblade! I must leave no stone unturned. Disappear! Let's light it up! Windblade! Disgusting! Let's light it up! Teamwork is dream work! Why do they never miss? Leave it all to me. This isn't good. Have a load of this! Shouldn't get careless. I must leave no stone unturned. Krieg dich noch, du kleiner dreckiger Hund, Alter. Also das ist eine Schatztruhe, aber nicht das, was wir anscheinend gesucht haben. Toys. Nervig wie ein Tier. I'll keep this close. Ist das eine Klemme, die wir gerade bekommen haben? Okay. From this world? So, dann wollen wir uns mal wieder zurück teleportieren. Hast du etwas gefunden? Ja, habe ich gefunden. Das ist etwas, was ich noch nie gesehen habe. Was ist gefunden in der Nähe von Danio Mausoleum? Das ist dann, das hat eine. Vielen Dank für den Hinweis auf den Grundgang. Bis gemäß der Abenteuerkodex gehört diesen Gegenstand dir. Zusammen mit der zusätzlichen Mulung natürlich. Ich werde jemanden zum Danio Mausoleum schicken, um gründlicher untersuchen.
So seltsam, das Gebiet, es wurde schon unzählige Male durchkämmt. Wie konntest du, konnten wir das übersehen? Parameterwandler. Können Materialien zu anderen Materialien umwandeln. Auf diese Weise kannst du unnötige Gegenstände in nützliche verwandeln, was am Ende der Umschalt ein eingesetztes Material von. Stell den Parameterwandler auf und fülle ihn mit Materialien in ausreichender Qualität, um zu beginnen. Okay. I created another universe and founded paradise. For I, Fischl, and the Prinzessin de Verurten. Dir hat immer noch was. Ach, du bist es. Du bist hier, um dich für die Erkundung zu. Nein, noch nicht, nein. Oder musst du. Mein Fehler. Schließlich wurde die große Gruft schon geschlossen. Kann ich hier nicht irgendwie raus? Wir können uns nicht leisten, die Art für Huge Interesse mit dieser Art von Dingen zu stören. Eine Einmischung in die Politik, die bereits in den Stein gemeißelt ist, kann ohne. Ich fürchte, dass er selbst nach diesem netten Freund Ganyu nur ein Lächeln sagen würde. Entschuldigung, bitte warten Sie einen Moment. Trinken erst im Antatatee. Lässt du dich den ganzen Tag sitzen, bis du dich fragst, ob sie erst zurückkommt, bis sie Feierabend hat. Und wie du weißt, hat Ganyu nie Feierabend. Diese Art sich zu weigern. Typisch Ganyu. Daher ist es natürlich angebracht, Katrin zu bitten, den Auftrag zur großen Erforschung bekannt zu machen. Wir können nur unter vier Augen jemanden finden, der besser geeignet ist. Ja, zum Beispiel die von Human Kammer bekannten Bergleute, das Personal der Minilith oder die ratsallgemeinen Angelegenheiten und so weiter. Sie bekommen da eher Pässe, ebenso wie was. Nur der große Held von Leo, der vor den Tentakeln der Seeungeheuers gerettet hat, aber jeden Tag nichts zu tun hat. Jemand, der auch mit dem Minilith zukünftig reden kann. Wer soll das sein? Du! Oh ja. Sonst ist das, stell dich nicht so dumm. Soll ich denn von Herrscher Fels sprechen oder was? Hehe. Komm schon auf. Wie auch immer, ich denke dir für all die Hilfe, die du in Abenteuer bisher geleitet hast. Ich hoffe, dass du wirst doch zu diesem Auftrag in Betracht ziehen. Auch nur wenn du dich passt, wenn das denn hier nicht passt, aber wenn du den großen Kluff kommst, hast du mich nach dem Mooning, wie ist das? Das ist ein Angestellter des Rats der allgemeinen Gelegenheiten in der großen Kluft. Es hat eine kleine persönliche Angelegenheit mit mir zu tun, die noch nicht geklärt ist. Wenn ihr die in die große Kluft auf irgendein Hindernis stoßt, könnt ihr um Rat fragen. Es gibt einfach mein Wort weiter. Du schuldest Lan noch etwas für die Getränke. Vergiss es nicht, sie wird das schon verstehen. Geht klar. Also bleibt noch, dann, wenn du bereit bist, klärst, diesen Auftrag übernehmen, sollte die direkt mit mir dann ausgehandelt werden. Frag mich nicht, warum ich das Regieren habe, der Rat für allgemeine Angelegenheit hat bestanden und die Abenteuerkette durfte nicht so viele Fragen stellen. Ja. Aber wir müssen Dance Feuer machen, ne? Ja. I do worry about the well-being of my retinue during my impromptu absence. I'm sure the good people of the Adventurers Guild are absolutely fine, main Fräulein. Oops. So, dann wollen wir mal gucken.